werden wir ein bisschen über interessante Sachen reden, die nicht unbedingt in der Prüfung so genau abgefragt werden. Aber der Ziel jetzt ist, Ihre Interesse an diesem Bereich der Forschung beziehungsweise Interesse generell am Zentralnervensystem zu erwecken. Und ich werde über Methoden sprechen, womit man das Zentralnervensystem untersucht. Es gibt sehr viele Techniken. Selbstverständlich ausführlich kann man sowas nicht beschreiben im Rahmen einer 45 Minuten langen Vorlesung. Ich wollte nur ein paar interessanten Bilder zeigen, die wahrscheinlich für Sie in der Zukunft interessant wird oder eventuell, bis Sie fertig sind mit dem Studium, diese Methoden teilweise schon im Alltagsleben in der Diagnostik vorkommen. Teilweise sind sie noch ganz neu und werden erst in Forschungslaboratorien benutzt oder vielleicht in Untersuchungen, in klinischen Untersuchungen, aber weniger in Diagnostik, Alltagsdiagnostik. Aber ich denke, dass das bald sich ändert, dass dieses Gebiet entwickelt sich extrem schnell. Worüber ich heute sprechen muss, noch in der zweiten Vorlesung. Ich werde erstmal über histologische Techniken, Methoden sprechen, aber das will ich nicht übertreiben. Ich werde nur über ein paar Färbungen sprechen. Nistel, Bilschowski und Golgi-Färbungen werde ich nur zeigen, weil Sie im Laufe des Semesters zahlreiche solche Präparate haben werden. Ich werde dann kurz darüber reden, wie man die Verbindungen der unterschiedlichen Hirnarealen nachweisen kann. Ich werde dann über anterograde und retrograde Bahnenmarkierungen sprechen. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon, es gibt drei Techniken, die wirklich neu und interessant sind: Optogenetik, Brainbow und Clarity-Techniken. Ich würde diese kurz Ihnen zeigen, womit sich Forscher dann eventuell heutzutage im Labor sich beschäftigen. Das ist jetzt eigentlich eine neue Richtung im Neuroscience. Und dann, weil Sie die meisten von Ihnen Allgemeinmediziner werden und viele auch noch wahrscheinlich bildgebende Techniken und Verfahren benutzen werden. Ich werde ganz kurz darüber reden, wie man das Gehirn oder das Zentralnervensystem mit Computertomographie und mit Kernspintomographie sieht. Das Ziel ist hier nicht, dass ich Neuroradiologen in 45 Minuten ausbilde, sondern dass sie wenigstens einen Überblick oder irgendein Interesse erwecken, wie sie dann diese Techniken benutzen oder wofür sie eigentlich die geeignet sind. Später hören Sie im Rahmen der Radiologie noch ganz viel über diese Techniken, viel, viel mehr als ich selber weiß. Aber ich wollte nur Ihre Interesse heute erwecken. So fangen wir mit histologischen Techniken an. Das wird teilweise Wiederholung sein, weil ich ähnliche Folien schon im Rahmen der Histologie 1 gezeigt habe. Auf der linken Seite sehen Sie Nervenzellen, Neurone in einer Nistelfärbung. Und ich wollte nur erwähnen, dass diese Technik wirklich einfach ist. Man benutzt solche chemische Substanzen, die dann an DNA und an RNA binden. Und deshalb kann man den Zellkern, den Nukleolus und die Ribosomen ganz effektiv färben. Ich erzähle das auch immer, wenn ich diese Vorlesung halte, dass der Nissl war Medizinstudent, 20 Jahre alt, als diese Färbung erfunden hat. Also es gibt noch Hoffnung für Sie, dass Sie etwas Neues erforschen. Sie müssen nur noch an der wissenschaftlichen Arbeit teilnehmen und vielleicht finden Sie auch was raus. Also Nissl-Färbungen werden Sie ganz oft im Laufe des Semesters in der Neurohistologie sehen. Blauer Farbstoff und die Nervenzellen färben sich blau an, je nachdem, wie viel RNA in der Zelle ist, und die anderen Areale bleiben ganz hell. Die HE-Färbung ist nicht spezifisch für das Nervensystem herausgefunden worden. Wir werden trotzdem HE-Färbungen oft sehen. Die gute alte HE-Färbung, wie Sie schon wissen, ist gut geeignet für die Zellkerne. Ribosomen werden auch basophil und der Zellkern auch. Zytoplasmafelder bleiben rosa, eosinophil.
je nachdem, obwohl die Neurone, weil sie ganz oft viele Proteinmengen herstellen, sie werden eher bei so viel gefärbt wegen der großen Menge von rauem endoplasmatischen Retikulum. In diesem Semester werden Sie solche Präparate auch haben, die durch Imprägnation gefärbt worden sind. Eine der häufigst benutzten Imprägnationen ist die nach Bieschowski und diese Technik ist gut geeignet für die Nachweisung von Nervenfasern, hauptsächlich von myelinisierten Nervenfasern ist die Technik gut geeignet. Neurofilamente werden von der Technik gefärbt. Man benutzt Schwermetallsalze, die dann für die Imprägnation benutzt werden und es entstehen davon Silber und auch Quecksilberkomplexe, die dann diese bräunliche Farbe hervorrufen. Im Laufe des Semesters, Sie werden über Synapsen auch hören, diese kleine, echt kleine Ringe, die man hier sieht, die auf der rechten Seite mit roten Markierungen, diese sind die Held-Auerbach-Endknöpfe, die sind axosomatische Synapsen. Die Bieschowski-Imprägnation ist auch dafür geeignet, dass man mit Lichtmikroskop die kleinen Synapsen an der Zellenoberfläche markiert und man kann sie auch demonstrieren. Im Laufe des Semesters im Rahmen der Praktika werden Sie diese Held-Auerbach-Endknöpfe in den Rückenmarksschnitten auch mit Bieschowski-Imprägnation dann kennenlernen. Die andere Methode, was ich Ihnen heute erwähnen wollte, ist die Imprägnation nach Golgi. Die Färbung ist wirklich alt und Sie haben schon im zweiten Semester die Gallenkapillaren mit Golgi-Färbung gesehen. Aber trotzdem, dass wir da die Gallenkapillaren gezeigt haben, das ist eigentlich eine Methode, was man für das Nervensystem häufiger benutzt. Die Technik ist wirklich interessant. Erstens, weil obwohl die Färbung schon sehr, sehr alt ist, man weiß immer noch nicht genau, wie die Färbung so funktionieren soll. Man weiß, welche Lösungen man, welche Schwermetalle, Osmium und Quecksilber und so weiter benutzen muss, in welcher Reihenfolge. Wir wissen, wann wir was benutzen müssen, aber wir wissen nicht genau, warum. Manchmal funktioniert die Färbung gut, manchmal funktioniert die Färbung nicht so gut. Sie färbt manchmal die Nervenzellen, manchmal die Gliazellen. Und es gibt keine Antwort momentan dafür, warum das so ist. Irgendwas, was noch nicht erforscht ist, beeinflusst die Effektivität der Färbung. Deshalb sagt man, dass es immer noch eine empirische Methode ist. Es ist auch eine Blockfärbung. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu der herkömmlichen Methode, wo wir dann erst die Schnitte schneiden von dem Gewebsblock und dann färben, das wird andersrum gemacht. Es werden so ein paar Millimeter große Gewebsblöcke von dem gegebenen Organ, momentan Gehirn, rausgeschnitten und das wird erst gefärbt. Und wenn die Färbung fertig ist, dann wird erst geschnitten und es werden wirklich dicke, bis zu 100 Mikrometer dicke Schnitte geschnitten, damit man die ganzen Fortsätze der Nervenzellen und auch die der Gliazellen besser sehen kann. Ich habe hier ein paar randome Beispiele gebracht, aber Sie werden im Laufe des Semesters mehrere Schnitte mit Golgi sehen. Links sehen Sie Pyramidenzellen der Großhirnrinde. Rechts sehen Sie ein Stück vom Kleinhirn mit Astrozyten, die Gliazellen sind. Und diese kleinen Zellen rechts oben sind Neurone, die Körnerzellen. Man kann alle Fortsätze dieser Zellen damit markieren. Und es ist leider in einem solchen statischen Bild wirklich unmöglich, dass zu erklären. Aber wenn Sie bei dem Mikroskop einmal ein solches Präparat anschauen und wenn Sie mit dem Mikrometer spielen, dann werden Sie fühlen, wie in 3D diese dicken Schnitte gut funktionieren. Man kann die Astfolge der unterschiedlichen Fortsätze in 3D nachweisen und studieren. Und mit dieser Färbung hat man die Verbindungen der unterschiedlichen benachbarten Nervenzellen erforscht. Erstmal. Es gibt natürlich heutzutage andere Techniken auch, aber das ist eine der Techniken, was man für die Forschung erstmal benutzt hat. Und immer noch heute, es erscheinen Publikationen, die dann durch Golgi-Färbung
zustande gekommen sind. Also sie werden Großhirn-, Kleinhirn-, Rückenmarkpräparate in Golgi-Färbung auch sehen. Der Hintergrund ist meistens hellgelb oder fast weißlich und alle Zellen, die gefärbt sind, sind schwarz. Wenn man eine sehr, sehr starke Lampe hat und die Zellen durchleuchtet, dann sind sie eigentlich nicht ganz schwarz, sondern eher so ganz dunkel, rötlich, weil Bichromat-Ione auch für die Färbung benutzt werden. Und diese Bichromat-Ione werden in höherer Konzentration die Farbe geben. Und sie haben eine etwas rötliche, bräunliche Farbe, aber das muss man dann ordentlich durchleuchten mit einer stärkeren Beleuchtung. Also Golgi-Imprägnation. Und jetzt weiter. Ich habe damit eigentlich den langweiligen Anteil schon erklärt. Diese sind alte Techniken, teilweise weniger benutzt, aber es gibt auch viel modernere Möglichkeiten. Und ich habe auch in der letzten Vorlesung darüber gesprochen, dass die weiße Substanz die unterschiedlichen Hirnarealen verbindet. Und dann kommt die Frage, wie könnte ich die Verbindungen innerhalb des zentralen Nervensystems untersuchen? Wie kann ich die Neurone nachweisen und wie kann ich die Verbindungen der unterschiedlichen Hirnarealen beschreiben und definieren? Dafür hat man die anterograden und die retrograden Markierungstechniken. Um das zu verstehen, ich muss eine alte Folie von mir Ihnen zeigen und wiederholen. Das habe ich im ersten Semester von Axontransport erzählt. Also Sie sehen eine Nervenzelle und Sie sehen das Axon und das N-Bäumchen. Und alle wichtigsten Bestandteile der Zellen, die beim Endbäumchen gebraucht werden, wird von dem Zellleib hergestellt und dorthin anterograd transportiert. Und es gibt Stoffe, die schnell transportiert werden müssen, zum Beispiel Transportvesikel. Jemand bitte mir das Mikrofon ausschalten. Danke. Also anterograde Transportprozesse. Und so werden dann zum Beispiel die Botenstoffe transportiert. Es gibt solche Bestandteile der Zelle, die langsamer umorganisiert werden, wie Zytoskelett zum Beispiel, die werden langsamer transportiert. Aber wenn man diese Transportvorgänge ausnutzt und wenn man irgendwie in die Zelle solche Stoffe spritzen kann oder irgendwie die Zellen dazu gezwungen werden können, dass diese Stoffe aufnehmen und transportieren, und diese Stoffe kann man dann später nachweisen, dann kann ich feststellen, mit welchen Arealen die behandelte Zelle verbunden ist. Und andersrum, es gibt auch retrograde Transportvorgänge, wo dann zum Beispiel Wachstumsfaktoren oder auch manchmal sogar Krankheitserreger von dem N-Bäumchen Richtung Zellleib transportiert wird. Das ist die retrograde Transportrichtung und das hat auch unterschiedliche Typen und Arten. Und in der Forschung, man kann beide Prozesse ausnutzen und man kann so im Nervengewebe, in Versuchstieren hauptsächlich, die unterschiedlichen Hirnarealen mit einer Spritze behandeln. Und diese Stoffe werden dann entweder retrograd oder anterograd transportiert. Und so kann ich die Verbindungen des Nervensystems untersuchen. Es können dazu Viren benutzt werden. Es gibt Neurotrope-Viren, die gerne die Zellen, die Nervenzellen angreifen. Sie können in der Forschung auch aufgenutzt werden, aber die haben auch eine klinische Bedeutung, weil sie dann das Nervensystem eventuell erkranken. Also das hat sowohl Forschungs- als auch klinische Bedeutung. Und das ist ein Schema davon, wie das funktioniert. Also ich habe eine Nervenzelle. Ich will feststellen, wohin das Axon dieser Nervenzelle geht, dann muss ich in der Nähe des Zellleibes etwas spritzen, was von der Zelle aufgenommen wird. Das kann unterschiedlich radioaktiv markierten Aminosäuren sein oder Leukoagglutinin oder Biocytin oder eigentlich Farbstoffe, die eine Farbe haben, Fluoreszenzfarbstoffe können benutzt werden und so nach einer gewissen Zeit, wenn ich genug warte, wie lange dieser Axontransport funktioniert, dann kann ich nachweisen, wohin diese
Stoffe gekommen sind. Und andersrum, wenn ich die retrograde Markierung mache und wenn ich weiß, wohin die Axone kommen, aber ich möchte feststellen, woher die kommen, dann zu dem Zielbereich spritze ich retrograde Markierungsstoffe, die dann rückwärts Richtung Zellleib transportiert werden, Enzyme, Dextranamine und unterschiedliche Toxine bzw. Viren können dort benutzt werden, die dann nach der Markierung etwas später nachgewiesen werden können. Also so hat man erforscht, wie die Nervenzellen verbunden sind und man kann solche Bilder machen, dass man zum Beispiel nach einer viralen Markierung die viralen Proteine kann man in der Zelle nachweisen und sie leuchten in unterschiedlichen Fluoreszenzfarben, wenn man will. Also so hat man die ganzen Bahnen erforscht, die Sie dann bald mehrere Wochen lang in der Vorlesung hören werden, wie sie funktionieren, woher sie kommen, wohin sie gehen. Makroskopisch kann man diese Bahnen nicht so gut forschen, die Verbindungen verstehen. Aber durch solche histologische Techniken geht das. Dann, wenn ich weitergehe, dann Immunfärbungen können auch durchgeführt werden. Damit kann man die unterschiedlichen Zellen identifizieren. Man kann auch funktionelle Färbungen machen. Diese Abbildung kommt von meiner Doktorarbeit eigentlich. Das haben wir vor mehr als 10 Jahren publiziert. In der Forschung ging es um eine Hirnregion, um eine Zellgruppe, was unterschiedliche Stoffe produziert. Dieses BDNF hier mit Rot ist ein Wachstumsfaktor. Das UCN1 ist ein Neuropeptid und das CFOS kennen Sie schon wahrscheinlich von Zellbiologie. Das ist ein Faktor, eine Einheit von der AP1-Transkriptionsfaktor. Und damit kann man die Aktivität der Transkription der Gene nachweisen. Und hier war die Frage, ob die Zellen, die rot und grün sind, aktiv sind in einer gewissen Situation im Versuchstier. Und wir haben dann eine dreifache Färbung, Immunfärbung gemacht. Und man kann jetzt sehen, dass die Zellen, die dieses Wachstumsfaktor und auch dieses Neuropeptid beinhalten, aktiv geworden sind, weil sie auch den blauen, die blauen Zellkerne beinhalten. Man muss unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe dann benutzen, gebunden durch zu unterschiedlichen Antikörper und durch Immunhistologie kann man das nachweisen und kolokalisieren, wo, was, welche Zelle und weswegen aktiv ist. Man muss natürlich das in unterschiedlichen Experimenten durchführen und so kann man auch funktionelle Sachen abmessen, was es in einem Versuchstier geschehen ist oder welches Areal aktiv wurde oder eher inaktiv wurde. Und wenn wir weitergehen, dann man könnte noch viele andere Techniken nachweisen, aber ich will nicht länger über Histologie sprechen. Sprechen wir über Optogenetik vielleicht. Das ist eine wirklich interessante Sache. Ich habe jetzt ein Bild von einem Versuchstier jetzt hier eingetragen. Sie sehen diese kleine Kanüle in dem Kopf und Sie sehen, dass das dort etwas leuchtet. Und es geht darum, dass man die Tiere genetisch entweder durch Viren oder einfach, sie werden so gezüchtet, man kann die Tiere genetisch verändern. Und man kann solche Proteine in den Nervenzellen exprimieren lassen, die die Zellen lichtempfindlich machen. Und wenn man jetzt die gegebene Zelle beleuchtet, dann sie werden durch Lichteinfall entweder zu Hemmung oder zu Erregung gebracht. Und deshalb kann man oder so kann man die Funktion der gegebenen Zellgruppe nachweisen. Ich habe ein Video davon. Ich versuche das mit Ihnen zu teilen, wenn das geht. Eine Sekunde. Dann verstehen Sie wahrscheinlich besser, was ich meine. Ich hoffe, dass Sie das jetzt sehen. Das ist eine Maus und gucken Sie oben diesen kleinen Ding am Kopf und gucken Sie, was es geschieht, wenn das anfängt zu leuchten.
Die Maus läuft hin und her. Jetzt kommt das Licht und die Maus dreht sich nach links. Wenn man das Licht ausschaltet, dann stoppt die Maus. Also so kann man zum Beispiel die Funktion der unterschiedlichen Hirnarealen, die für Bewegungskoordination zuständig sind, dann einsetzen, Optogenetik. Ich will jetzt die ganze Vorlesung nicht damit verbringen, aber das kommt von Eiweißen, die von Algen und von Pflanzen kommen, die dann auf Lichteinfall reagieren. Und diese Ionenkanäle, diese Channel-Rhodopsine kann man dann in Neurone einbauen und dann, sie werden dann Natrium-Ionen durchgängig und so kann man die Zellen beeinflussen und mit unterschiedlichen Lichtfarben kann man sowohl Hemmung als auch Stimulierung erreichen. Und so kann ich zum Beispiel erforschen, was geschieht, wenn ich in einer gewissen Hirnregion eine Stimulierung oder eine Hemmung hervorrufe. Wenn Sie Lust und Zeit haben, Sie können dieses Video im YouTube herunterladen oder einfach gucken und dann vielleicht finden Sie das auch interessant. Gut, dann gehe ich zurück zu den Folien. Hoffentlich. Ja, da bin ich wieder. Okay, also das ist Optogenetik und heutzutage wird das öfters benutzt. Wir an der Uni haben auch einige Laboratorien, wo das geht. Ich beschäftige mich selber mit Optogenetik nicht, aber es gibt Kollegen in der Physiologie zum Beispiel, die sowas auch machen. Dann ich möchte Ihnen noch über Brainbow kurz was sagen. Das ist auch eine für mich sehr interessante Methode gewesen, was man benutzt. Und was Sie hier sehen, sind Bakterien. Und das sind unterschiedliche Bakterienrassen, die dann unterschiedliche Proteine exprimieren, die eine Eigenschaft haben, dass sie, wenn sie beleuchtet werden, in unterschiedliche Wellenlängen ein Fluoreszenz erzeugen. Sie sehen, dass hier blaue, rote, lila, gelbe, grüne Farben leuchten. Und das sind einfach Bakterien in einer Petrischale, die dort wachsen. Und wenn man diese Bakterien hat, man kann die Gene, die dann für diese Fluoreszenzproteine zuständig sind, rausschneiden. Und man kann diese Gene dann transplantieren. Und ich würde jetzt in die Molekularbiologie davon nicht tief reingehen, aber wenn man die unterschiedlichen Fluoreszenzproteine durch Rekombination dann implantiert, dann manche Nervenzellen werden manche Mengen von Fluoreszenzproteine produzieren. Manche blaue, manche gelbe, manche grüne oder rote eben. Und wenn man unterschiedliche Anzahl der Kopien implantiert und das lässt man random rekombinieren, dann am Ende kommt eine Vielzahl von Kombinationen zustande, sodass man theoretisch mit diesen vielen Fluoreszenzproteinen theoretisch etwa so 96 Farben kann man praktisch herstellen. Und weil sie random entstehen, und manche Neuronengruppen haben diese Rekombination, man kann erreichen, dass man unterschiedliche Farben im Nervengewebe benutzt. Weil man im Regenbogen viele Farben hat und jetzt im Gehirn hat man viele Farben, dann, das hat man dann ganz schlau als Brainbow genannt, Regenbogen im Gehirn. Und das ist jetzt eine Aufnahme von Nervenzellen im Hippocampus, das ist eine Hirnregion in einer Maus. Und man sieht diese wunderschönen Farben und man denkt, dass diese irgendwie gefärbt worden sind. Nein, die sind nicht gefärbt worden. Das ist diese Brainbow-Maus, die exprimiert random diese Proteine in den Nervenzellen. Und diese müssen einfach nur beleuchtet werden und sie leuchten so auf. Und man kann damit die Verbindungen der unterschiedlichsten Nervenzellen erforschen. Das ist jetzt Großhirn von der Brainbow-Maus. Sie sehen die Pyramidenzellen, die apikalen Dendriten, die dann in unterschiedlichen Farben
aufleuchten. Und so kann man die unterschiedlichen Zellrassen visualisieren. Hier wieder eine Hippocampus-Aufnahme, etwas weniger vergrößert. Und Sie sehen die Vielfaltigkeit der Nervenzellen. Und davon kann man natürlich auch funktionelle Ergebnisse erreichen. Ich habe auch eine Aufnahme davon. Ich versuche das auch Ihnen zu zeigen, wenn das funktioniert. Eine Sekunde. Genau. Das wird die Aufnahme sein. Und wenn ich damit starte, dann das ist eine dreidimensionale Rekonstruktion von Kleinhirnnervenzellen, Körnerzellen. Es ist ein Schnitt, ein mikroskopisches Schnitt mit Konfokalmikroskopie, was Sie in der Zellbiologie gesehen haben. Man kann diese Zellen in Schichten visualisieren und ein Computer kann davon so ein dreidimensionales Bild erzeugen und man kann praktisch in 3D die Kommunikation der Nervenzellen visualisieren, weil praktisch die benachbarten Nervenzellen unterschiedliche Farben haben und das ist dann für die Forschung der unterschiedlichen zellulären Verbindungen wirklich effektiv. Man kann die Dendriten, die Axone mit stärkeren Mikroskopen dann identifizieren und man weiß, welche Zellen dann was machen und mit welchen anderen Zellen so direkte Kontakte haben. Okay, also das wollte ich noch als Video präsentieren. Dann gehen wir zurück zu den Folien. Genau. Also ich habe jetzt diese Brainbow-Technik und Optogenetik erwähnt und noch eine Technik, diese Clarity-Technik, wollte ich Ihnen auch nachweisen. Ich habe hier ein paar Links auch eingefügt. Das können Sie auch anschauen, wenn Sie interessiert sind. Ist wirklich interessant, meiner Meinung nach. Wenn man sich mit Nervenlehre beschäftigt und das Nervengewebe forscht oder das studiert, dann sieht man, dass diese Techniken sind wirklich zeitaufwendig, weil man individuell nacheinander die einzelnen Schnitte im Gehirn schneiden muss. Und wenn ich Schnitte von einem Gewebsprobe mache, dann nachher ist das Gehirn zerstückelt und ich kann das nicht mehr so genau zusammenbauen, dass ich wieder weiß, woher die individuellen Zellen und Schnitte gekommen sind. Und die 3D, die dreidimensionale Anordnung der unterschiedlichen Nervenzellen kann man nach einem Schneiden nicht mehr so wirklich einfach wiederherstellen. Und deshalb hat man angefangen zu forschen, wie man dieses Problem lösen kann. Und hier hat man erforscht, das ist links ein Gehirn von einer Maus entfernt. Und Sie sehen, dass das Gehirngewebe eine gräuliche Farbe hat und ist nicht durchsichtig. Auf der rechten Seite ist das Gehirn immer noch da, sehen Sie aber kaum etwas davon, weil mit entsprechenden chemischen Tricks kann man das Gehirngewebe so modifizieren, dass das Gewebe durchsichtig wird, also so praktisch glasklar wird. Und auf der rechten Seite, Sie glauben oder nicht, aber da ist das Gehirn der Maus. Und man sieht, dass etwas darunter geschrieben ist. Also man kann das sehr gut für die Forschung benutzen, in dem Sinne, dass man dann das Gewebeprobe durchsichtig macht. Man kann daran dann Färbungen machen. Und ohne das Gehirn zu schneiden in einem Stück, kann man das weiter untersuchen. Natürlich, das ist eine wirklich spezielle Technik. Und dafür hat man ein extra Mikroskopsystem herausgefunden. Das ist diese Lichtschichtmikroskopie, diese Clarity Optimized Light Shift Microscopy. Und das ist in dem Sinne interessant, dass man das Licht von der Seite bringt und es werden nur ganz dünne Schichten von Hirnarealen beleuchtet von der Seite. Und es werden dann die rauskommenden Lichtstrahlen aufgenommen. Und dann die individuellen Schichten werden digital zusammengebaut und davon kann man ein dreidimensionales Bild wieder erzeugen.
Und das wird dann wirklich impressiv. Ich versuche das auch gleich zu zeigen, eine Sekunde. Und wie das aussieht, genau da. Also das ist das ist die Hälfte einer Maus, eines Gehirns von einer Maus. Und Sie sehen, das dreht sich. Man hat hier die Zellen mit einer Immunfärbung markiert und man hat jetzt die Bilder in 3D zusammengebaut und man kann solche Aufnahmen davon machen. Man kann virtuell praktisch durch das Gehirn fliegen und man kann die Anordnung der unterschiedlichen Nervenzellengruppen sichtbar machen. Und dort, Sie sehen rechts unten die Riechbahn, zum Beispiel der Bulbus olfactorius ist jetzt in der Mitte, die Riechbahn der Maus und unterschiedliche limbischen Zentren hat man hier dargestellt. Also solche dreidimensionale Rekonstruktion des Gehirns ist mit dieser Methode möglich. Eine einzige Sache ist noch damit das Problem. Natürlich ist nicht billig, aber das andere Problem ist, dass man so enorme Informationsmengen erzeugt und man muss mehrere Terabyte Informationen, Bilder, Informationen gleichzeitig speichern, um ein solches Video zusammenbringen zu können. Also starkes Computersystem braucht man auch dazu, aber so ein Mausgehirn kann man dann sehr schön darstellen und diese Technik wird auch oft in die Forschung eingesetzt. Okay, dann ich habe jetzt die histologischen Techniken mehr oder weniger erklärt und jetzt in den nächsten paar Minuten, was wir noch haben, wollte ich über diese medizinische bildgebende Verfahren ein paar Worte sagen. Ich will auch wieder nicht ausführlich alles erzählen. Computertomographie, erster vielleicht CT, Sie haben schon alle davon gehört, obwohl das ist vielleicht nicht die beste Methode für die Untersuchung des Nervensystems. Dieses Bild zeigt einen Querschnitt vom Kopf und Sie sehen, dass der Knochen so stark leuchtet, der Schädelknochen ist praktisch weiß und man sieht das Gehirn. Man kann eher so ahnen als sehen die Grenze der grauen und der weißen Substanz und die Binnenräume des Gehirns mit Liquor geladen, mit Hirnflüssigkeit kann man auch grob erkennen. Aber CT ist fast überall erhältlich schon. Und ist eine sehr schnelle Methode und ist im Vergleich zum Kernspin auch relativ billig, obwohl mit ionisierenden Gammastrahlung gemacht wird. Das ist ein Nachteil. Aber für manche Zwecke ist das immer noch heute sehr oft benutzt. Zum Beispiel, wenn jemand eine Kopfverletzung erleidet und man hat Verdacht auf intrakranielle Blutung, dann CT kann man schnell machen und weil das Blut Eisen beinhaltet und die Eisenatomkerne wirklich groß sind im Verhältnis zu anderen Stoffen, die im Gehirn vorkommen, praktisch Wasser und Fett mit kleineren Atomkernen, dass wir dann die Gammastrahlung mehr fangen und solche Raumforderungen im Kopf, wie zum Beispiel diese linsenförmige Blutung im Epiduralraum, das kann man dann perfekt visualisieren. Dieses Hämatom, diese Blutansammlung hat natürlich Eisengehalt wegen Hämoglobin und das kann man dann mit CT perfekt nachweisen. Bitte vergleichen Sie die Mittellinie beim Normalbefund am linken Bild mit der Mittellinie auf der rechten Seite, was dann sehr stark verschoben ist nach rechts. Die Hirnventrikel sind disloziert. Die sind asymmetrisch, das Blut nimmt Platz ein. Sie können sich vorstellen, wie hoch der Druck innerhalb des Gehirns ist. Das sieht man auch daran, dass man außerhalb der Hirnwindungen, hier am Rand sieht man auch liquorgefüllte Räume, wo Flüssigkeit ist. Die sind am rechten Bild alle verschwunden. Praktisch das Gehirn ist prall zum Knochen gedrückt. Und diese Person ist in einem sehr schlechten Allgemeinzustand gewesen.
Sowas muss man schnell operieren, wenn noch nicht zu spät ist. Man muss das Blut entfernen und den Druck reduzieren, sonst kommt es zu einer lebensbedrohlichen Einklemmung. Nach einer Kopfverletzung schnell ein CT, und wenn man diese Blutmenge sieht, dann weiß man, dass man gleich zum Neurochirurgie gehen muss. Ich habe hier auch ein paar Bilder von anderen Techniken. Diese Folie kommt von einem Kurs, was ich halte. Es gibt viele Leute im Jahrgang, die das belegt haben, diese bildgebende Verfahren. Es ist ein CT-Bild und zwei Kernspinbilder, die mit zwei unterschiedlichen Einstellungen gemacht worden sind. Das CT-Bild habe ich schon in der letzten Folie präsentiert. Das rechte und das untere Bild zeigt Kernspinbilder, wo man die sogenannte T1 und die sogenannte T2 gewichteten Bilder macht. Hauptunterschied liegt darin, dass die Liquorräume bei T2 gewichteten Bilder aufleuchten. Also wo man Flüssigkeit, Hirnflüssigkeit hat, ist alles weiß bei T2 gewichteten Bilder. Und man sieht die graue und die weiße Substanz, sodass die weiße Substanz etwas dunkler ist und die graue heller ist. Beim anderen, bei T1 gewichteten, ist das andersrum. Krankhafte Prozesse kann man mit T2 in der weißen Substanz zum Beispiel sehr gut beurteilen. Bei Multiple Sklerose zum Beispiel benutzt man diese Bilder ganz häufig. Ich will jetzt die ganze Anatomie des Gehirns daran nicht erklären. Dafür gibt es einen anderen Kurs, wie ich gesagt habe, aber daran, wenn Sie die Schnittanatomie des Gehirns kennengelernt haben, und das werden Sie bei uns erlernen in den nächsten Wochen, dann werden Sie diese Bestandteile des Gehirns problemlos identifizieren. Um das zu üben, hier links unten habe ich einen Link eingebaut, das können Sie einfach kopieren. Vielleicht kann ich das auch Ihnen zeigen. Warte ich nicht, Entschuldigung. Das ist ein bisschen schwierig hier, die richtige. Ja, jetzt habe ich. Okay, also diese Webseite würde ich dann Ihnen empfehlen. Damit können Sie diese grundsätzliche Neuroanatomie in Schnittanatomie auch gut üben. Und wenn Sie die unterschiedlichen Hirnarealen markieren mit der Maus, dann die werden so aufleuchten in allen drei Aspekten. Und unten, obwohl Englisch, aber wird ausgeschrieben, wo welche Arealen liegen, und damit können Sie üben. Und wenn Sie wollen, Sie können die Schnittebenen auch nach vorne und nach hinten bewegen in allen drei Richtungen, und Sie können so in 3D die unterschiedlichen Hirnstrukturen sich vorstellen. Es gibt Prüfungsthemen über Kernspin und CT-Bilder, und Sie können sich perfekt mit dieser Webseite die grundsätzlichen Sachen üben. Natürlich, ich wiederhole, wir bilden hier keine Neuroradiologen. Es geht darum, dass man den Thalamus, den Hirnstamm, die Seiten, die Ventrikeln und die wichtigsten Windungen und Hauptteile des Gehirns an solchen Bildern erkennt, damit man sich an Gehirnpräparate orientieren kann. Benutzen Sie diese Webseite eventuell. Ist auch eine ganz, ganz gute Quelle, womit Sie ein bisschen mehr Übung haben können. So, dann noch eine Technik, was schon zur Kernspintomographie gehört. Ich habe Kernspin Ihnen schon in den vorigen Folien teilweise gezeigt, aber heutzutage entwickelt sich die Kernspintomographie sich sehr schnell. Und ich habe Ihnen früher gesagt, dass man die Bahnenverbindungen im Gehirn durch histologische Untersuchungen, durch Markierungen mit Viren nachweisen kann, und man muss dafür Versuchstiere einsetzen. Das war vor 15 Jahren komplett so. Heutzutage, wie Sie sehen können, man kann schon Bahnenverbindungen beim Menschen nachweisen. Das ist diese Diffusionstensor-Imaging, auch Traktographie genannt. Und damit kann man die unterschiedlichsten
Hirnarealen und ihre Verbindungen dann präsentieren. Hier sehen Sie die Grundprinzipien. Also es geht darum, dass man die Bewegung der unterschiedlichen Moleküle abmessen kann. Und wenn innerhalb von Nervenfasern manche Moleküle sich bewegen, es geht um Wasser meistens, dann mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit bewegen sich die Wassermoleküle entlang der Axone und sie folgen dann die Richtung der Axone. Und so kann man dann die Methode für unterschiedlichsten Zwecke benutzen. Und so kann man die Bahnen im Gehirn untersuchen und nachweisen. Ich versuche auch ein Video davon zu zeigen, weil das auch impressiv ist, denke ich. So, also das ist jetzt ein Gehirn, die weiße Substanz. Und wenn man jetzt, das war die graue, jetzt bleibt die weiße Substanz übrig. Und dann man kann hier die unterschiedlichen Bahnen durch diese Traktographie dann visualisieren. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren jetzt die Richtung der unterschiedlichen Axone. Also diejenigen, die von vorne nach hinten, also sagittal verlaufen, sind grün. Diejenigen, die vertikal verlaufen, sind blau und diejenigen, die horizontal laufen, sind rot. Und man kann diese natürlich digital immer wegnehmen und wieder einsetzen. Und so kann man dann unterschiedlichsten krankhafte Prozesse auch in dem Sinne lösen, dass man sieht, welche Bahnen dann die gegebene Raumforderung zum Beispiel umgibt. Und damit kann man dann klinische Probleme auch lösen. Ich habe hier zum Beispiel ein Bild, wenn ich das wieder Ihnen zeigen könnte. Also das ist hier zum Beispiel, ich habe hier unten wieder ein YouTube-Video eingefügt. Ich habe jetzt keine Zeit, das abzuspielen, aber Sie können das zu Hause anschauen oder alleine herunterladen. Ist wirklich interessant. Es ist ein Patient mit einer Raumforderung im ein Tumorgewebe hier im Frontallappen. Und man hat hier durch Traktographie die benachbarten Arealen untersucht und man sieht, dass die Bahnen vermeiden die Region. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Tumorgewebe so entfernen kann, dass man keine wichtigen Bahnenverbindungen kaputt macht, ist groß. Und so kann man eine neurochirurgische Operation schön planen. Und man weiß dann im Voraus, durch welche Methode man das Problem lösen kann. Es ist von einem Forschungsprojekt an der Neurochirurgie. Ein Medizinstudent auf der linken Seite, der kerngesund ist und als Kontrollperson dient, und ein Patient nach einer schlimmen Kopfverletzung, bewusstlos, praktisch in Koma. Und Sie sehen die Farbenunterschiede, dass man die ganzen Bahnsysteme bei einem gesunden Person sieht mit vielen Farben. Auf der rechten Seite ist fast alles verwischt. Und man kann hier bei diesem Beispiel die individuellen Bahnen nach Richtungen mit Farben markieren und Pyramidenbahnen für die Bewegung, Hinterstrangbahnen für die Sensibilität, die Thalamus-Rindenverbindungen und die ganzen sensiblen und motorischen Systeme auf einmal nach visualisieren bei einem gesunden Person links und bei einem bewusstlosen Menschen rechts. Sie sehen, dass fast alle Bahnen verschwunden sind, kaputt sind. Kein Wunder, dass diese Person nicht in Kontakt gebracht werden kann, weil das Gehirn praktisch die Verbindungen mit der Umwelt, mit den Sinnesorgane verloren hat. Und kein Wunder, dass wir hier keinen Zugang zum Bewusstsein mehr haben. So, das ist eine Traktographie, was schon erhältlich ist. Und am Ende noch erwähne ich die funktionelle Magnetresonanztomographie, wo man dann die unterschiedlichen Funktionen des Gehirns so beurteilen kann, dass
wenn das Gehirn funktioniert, wird mehr Sauerstoff benutzen. Und wenn das benutzt wird, dann das Hämoglobin wird weniger Sauerstoff beinhalten und da ändern sich die magnetischen Eigenschaften. Und so kann man dann aufgrund der Sauerstoffmenge, was im Gewebe ist, Abbildungen machen. Und wo das Gehirn aktiv ist, kann man wärmere Farben dann dazu binden. Und da sind die Sprachzentren zum Beispiel. Man liegt in der Maschine, man muss sprechen und man muss irgendwas erklären. Und dann es werden die Hirnzentren aufleuchten, die funktionieren. Man hat kompliziertere Methoden auch wie dieses Hometown Walking Test, wo man erklären muss, wie gehe ich nach Hause von der Hauptstation der Stadt, wo Sie wohnen, wenn Sie nach Hause fahren und erklären Sie mir den Weg bis zu Ihrem Haus. Und dann Patient erzählt, durch welche, welchen Weg er oder sie nach Hause geht und man sieht diese leuchtende Hirnarealen während der Untersuchung. Und ich kann beurteilen, wie die Hippocampus-Regionen zum Beispiel die Gehirnfunktion steuern oder welche Verbindungen da aktiv sind oder eben inaktiv. So, die Zeit ist um. Ich will Sie nicht länger überlassen heute. Hier unten sehen Sie noch einen Link. Das ist ein Handout, was Sie an unserem Homepage erreichen können. Eine sehr gute, kurze Zusammenfassung über die häufigsten, häufigst benutzten Techniken auf Niveau, was auch ein Laiker verstehen kann. Wir Mediziner sind nicht ganz Laiker, aber ich bin zum Beispiel kein Neuroradiologe, aber ich habe verstanden. Also ich denke, das werden Sie auch verstehen. Und am Ende der Vorlesung, ich habe hier eine Linksammlung zusammengestellt. Das können Sie ruhig herunterladen. Und noch eine letzte Aufnahme, damit ich beweise, wie interessant diese Sache ist. Hier hat man die Kernspinbilder, die funktionelle Kernspinbilder zusammengebracht. Und so kann man die dreidimensionale Rekonstruktion im Gehirn erreichen und man kann praktisch in allen Richtungen Aspekte erzeugen digital. Und deshalb ist es hochwichtig, dass Sie die Neuroanatomie gut verstehen, weil nach einer solchen Aufnahme können Sie als Radiologe oder als Neurochirurg, wenn Sie so die Ebenen bewegen können, eine Operation so planen, dass Sie die funktionellen Zentren nicht beschädigen und dass Sie die, das Tumorgewebe vom Gehirn so holen, dass das Patient immer noch die funktionellen Zentren am Ende hat. Okay, dann ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und danke schön, dass Sie hier waren. Wenn jemand noch Fragen hätte, dann nur zu. Und die Vorlesung wird bald aufgeladen und die Folien können Sie auch bald herunterladen. Dankeschön.